Da wir jedes Jahr mehrere hundert Unternehmer und Gründer auf ihrem Weg begleiten, wissen wir auch, was eine der häufigsten Fragen zum Thema Rechtsform ist. Nämlich, was genau ist der Unterschied zwischen einer UG und einer GmbH? Also zwischen einer Unternehmergesellschaft und einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und in diesem Video werden wir diese wichtige Frage für dich beantworten. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe selbst nicht nur hunderte von UG und GmbH Gründungen und Transaktionen in diesem Segment begleitet, sondern selbst auch über 10 UGs und GmbHs mitbegründet. Bin also entweder Geschäftsführer oder Gesellschafter oder sogar geschäftsführender Gesellschafter. Kommen wir nun zu der wichtigsten Fragestellung oder wo das meiste Interesse in der Regel ist, nämlich was ist mit der Haftung bei der UG? Denn bei der GmbH ist ja ein Stammkapital in der Regel da, was mindestens zur Hälfte einbezahlt wird, aber bei der UG ist ja nur vielleicht nur 1 Euro vorhanden. Und die gute Nachricht ist, sobald die Unternehmergesellschaft tatsächlich auch im Handelsregister eingetragen ist, grenzt sie genauso dein bzw. das Vermögen der anderen Gesellschaft von dem unternehmerischen, betrieblichen Risiko der Unternehmergesellschaft ab, genauso wie die GmbH. Bedenke aber bei dem Punkt der Haftung, dass diese Haftungsabgrenzung erst tatsächlich mit der Eintragung, also mit dem Vorliegen des Handelsregisterauszugs vorliegt und nicht davor. Denn wenn du beim Notar warst und die Urkunde in der Regel der UG-IG hast, also Unternehmergesellschaft in Gründung, bis dahin bist du eher in einer Art GbR-Status. Das heißt also, alle Gesellschafter tragen noch gemeinsam mit ihrem privaten Vermögen das volle Haftungsrisiko, bis tatsächlich die Eintragung vollzogen ist. Und mit dem Eintrag ins Handelsregister bist du tatsächlich auch eine Firma. Du bist also firmiert. Firmen sind also nur Unternehmen, die tatsächlich auch eingetragen sind im Handelsregister. Und das gilt sowohl für die UG als auch für die GmbH. Kommen wir nun zum wesentlichen Unterschied zwischen der GmbH und der UG, und das ist das Stammkapital. Während also bei einer GmbH zwingend 25.000 Euro eingetragen sein müssen und mindestens 12.500 auch zur Gründung eingezahlt sein müssen, ist es bei der UG anders. Dort kannst du schon ab 1 Euro dich eintragen lassen. Aber überlege auch, ob 1 Euro wirklich sinnvoll ist. Denn wenn du alleine 1, 2, 3 oder 4 Gesellschafter hast, braucht jeder 10, 20, 30, 40 Prozent. Da macht es also schon mal Sinn, mindestens 100 Euro da drin zu haben im Stammkapital, um das wiederum aufzuteilen als Liste der Gesellschafter. Und der zweite Punkt, den du beachten solltest, ist natürlich auch die Überschuldungsgefahr. Ja, diese trägt natürlich hauptsächlich der Geschäftsführer. Aber wenn der Geschäftsführer mit einer UG, die nur 100 Euro Stammkapital hat, die Rechnung vom Notar bekommt, über 6, 7, 8, 900 Euro, dann müsste er normalerweise sofort zum Amtsgericht gehen und eine Überschuldung anmelden, also einen Insolvenzantrag auch stellen. Ansonsten würde er sich strafbar machen. Meine Empfehlung ist deshalb, irgendeinen Betrag zu nehmen, nur zwischen 500 bis 800 Euro. Ist er zu klein, besteht die Überschuldungsgefahr. Ist er zu groß, neigt der Notar unnötigerweise seine Kosten auch nach oben zu setzen. Ein weiter wichtiger Punkt, den du beachten solltest, ist die Auswahl der Satzung. Denn hier gibt es eine normale GmbH-Satzung, die du auch aus dem Internet runterladen kannst oder die dir der Notar zur Verfügung stellt. Und es gibt die sogenannte Musterprotokollsatzung der Bundesregierung. Und diese verkürzte Satzung als Musterprotokoll auch benannt, hat für den Notar den großen Vorteil, dass er nicht großartig nachdenken muss, dass viele Paragraphen, die normalerweise in der normalen Satzung auch definiert sind, die fehlen einfach. Und das hat für dich den großen Nachteil, wenn es später mal auf Gesellschafterebene zum Konflikt kommt oder zwischen Gesellschafter und Geschäftsführer, dann fehlen dir wesentliche Teile, um dann die entsprechende Maßnahme auch auszulösen. Ich gebe dir nur ein Beispiel. Wenn ein Geschäftspartner, der Gesellschafter ist, straffällig wird oder gegen die Interessen der Firma handelt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass du einen Paragraphen in der Satzung hast, die Anteile des Geschäftspartners auch einzuziehen, sprich also seine Gesellschaftsanteile einzuziehen. Und das bedeutet, dass du es nicht kannst, wenn das in der Satzung nicht geregelt ist. Und deshalb rate ich dir, nicht mit der normalen Musterprotokoll-Satzung zu starten, es sei denn, du bist ein Solo-Unternehmer. Das heißt, du hast 100% Gesellschafteranteile und bist auch selbst Geschäftsführer. Dann kannst du mit der Satzung starten. Aber sobald 2, 3 Gesellschafter reinkommen oder vielleicht 2 oder 3 Geschäftsführer reinkommen, dann muss der Notar sowieso die anpassen und stellt dir eine erhöhte Rechnung. Also starte lieber gleich mit einer vollständigen, kompletten Satzung. Egal, ob du eine UG oder GmbH bist, die Gesellschafter haben danach nicht mehr viel zu sagen, sondern der Geschäftsführer ist das ausführende Organ.
Aber denke auch daran, dass du in deiner Satzung regulierst, was der Geschäftsführer tun darf, bis zu welchem Betrag er überhaupt Geschäfte unterschreiben darf, ob er alleine oder nur zu zweit eine Unterschrift tätigen darf, ob nur ein Prokurist dabei ist, der auch Geschäfte auslösen darf und welche Arten von Geschäfte der Geschäftsführer überhaupt machen kann und ob er selbst mit der Gesellschaft Geschäfte tätigen muss. Denn hier lauern bestimmte Gefahren, wenn also Betriebsvermögen sich der Geschäftsführer selbst verkauft, zum Beispiel ein Firmenfahrzeug, was einen Wert hat für 20.000 Euro und sich selbst für 1 Euro verkauft, dann muss das reguliert überhaupt freigegeben sein. Was die UG und die GmbH auch gemeinsam haben, ist die Gesellschafterversammlung. Das ist so ähnlich wie der Bundestag, also das gesetzgebende Gremium, das letztendlich auch den Geschäftsführer anstellt und die Satzung verändert und anpasst und größere Vorhaben, Geschäfte und Transaktionen auch absegnen muss. Und diese Gesellschafterversammlung tagt normalerweise mindestens einmal im Jahr. Zuerst aber zur Gründung und dann jedes Jahr im Frühjahr oder Mitte des Jahres, um den letzten Jahresabschluss abzusegnen und auch den Geschäftsführer zu entlasten. Einen weiteren Unterschied gibt es tatsächlich beim Notar, nämlich in der Höhe der Rechnung. Während du bei einer GmbH-Gründung meistens über 1.000 Euro bist, solltest du bei einer UG-Gründung unterhalb von 1.000 Euro sein. Eine weitere Gemeinsamkeit, die oft vergessen wird bei der UG und der GmbH, ist der Bundesanzeiger. Also deine Meldepflicht beim Bundesanzeiger am Anfang bei der Gründung und später nach jedem Jahresabschluss. Wirst du diese Meldung vergessen, dann wirst du freundlich mit erst 100 Euro im ersten Schritt und dann mit 2.500 Euro im zweiten Schritt daran erinnert, es zu tun. Das sind sogenannte Strafgebühren und die musst du dann bezahlen, wenn du zu spät diese Publikation gemacht hast. Ein weiterer wichtiger Unterschied bei der UG und GmbH ist die Gewinnverwendungspflicht. Bei der GmbH hast du keine Pflicht. Das bedeutet, nach Abzug aller Steuern wird auf der Gesellschafterversammlung beschlossen, was mit den Gewinnen tatsächlich geschehen kann. Entweder sie verbleiben im Unternehmen oder sie werden ausgeschüttet an die Gesellschafter. Bei der UG ist es ein wenig anders. Dort bist du so lange in der Pflicht, wie lange du noch nicht das Stammkapital von 25.000 Euro erreicht hast, mindestens 25%, also ein Viertel deiner Gewinne zu verwenden, um das Stammkapital zu erhöhen. Und hierbei solltest du sorgfältig kalkulieren und wirtschaften. Denn wenn du jedes Jahr 1.000 Euro Gewinn gemacht hast und damit 250 Euro Stammkapital erhöhen musst und du machst das viele Jahre lang, in dem Fall 10, 20, 30, 40 Jahre, bis du letztendlich dein Ziel erreicht hast, dann wirst du aber trotzdem jedes Mal Notargebühren bezahlen. Also besser ist es, viele Jahre eher keine Gewinne zu machen, zu investieren beispielsweise und dann mit einem Schlag 5, 10 oder 15.000 Euro das Stammkapital zu erhöhen, sodass du relativ schnell dann mit ein oder zwei Maßnahmen oder Jahren dann über die 25.000 Euro gekommen bist und dann die Ummeldung zur GmbH durchziehen lässt. Ein weiteres wichtiges Merkmal, was die UG mit der GmbH gemeinsam hat, aber oft vergessen wird, ist die Pflicht zur doppelten Buchhaltung. Du musst also meistens in einem SKR 03 oder 04 Finanzbuchhaltungskontenrahmen buchen und das machen meistens schon gute Buchhalter, die sich drin auskennen. Du machst dann auch keine Einnahme-Überschussrechnung mehr, sondern eine Gewinn- und Verlustrechnung in der Kombination mit deinem Jahresabschluss und deiner Bilanz. Und dann hast du natürlich neben deinen normalen Erklärungen der Umsatzsteuer auch noch die Gewerbesteuer und die Körperschaftssteuer zu erklären. Und ein Punkt, der sowohl bei der UG als auch bei der GmbH häufig vergessen wird und viel Geld und auch Zeit kosten kann, ist der Namencheck. Das bedeutet also, wenn du beim Notar warst und du hast dann schon die Leistung in Auftrag gegeben und genutzt, dass der Notar dann die Urkunde der UG oder GmbH in Gründung ans Amtsgericht weiterleitet, dann sitzt dort ein Richter, ein Sachbearbeiter und prüft zunächst den Namen. Der ist in der Satzung angelegt und wenn der Name schon vergeben ist, dann wird er abgelehnt oder wenn der Name nicht zulässig ist, dann lehnt es ab. Du kannst alles nochmal machen und zahlst beinahe doppelt so viel Geld. Deshalb macht es Sinn, nicht nur beim Google-Check, also in Suchmaschinen, den Namen zu überprüfen, zweitens auch beim Deutschen Patent- und Markenamt den Namen zu überprüfen, sondern drittens auch bei der regionalen Industrie- und Handelskammer beispielsweise anzurufen, ob es eine Firma gibt, die ähnlich mit dem ähnlichen Namen eingetragen ist. Aber das Wichtigste, worauf es tatsächlich bei so einer UG oder GmbH-Gründung ankommt, haben wir noch gar nicht besprochen. Nämlich, das sind die ganzen Fälle, die in der Satzung normalerweise geregelt werden müssen. Was sind diese Fälle?
Nun nein, Gesellschafter kommt nicht nur in deine Firma rein, sondern geht vielleicht raus, weil er will oder muss oder weil er stirbt oder einen Unfall hat. Und das muss alles geregelt werden. Also wie wird auf Gesellschafterebene eine Veränderung abgebildet, wenn ein Dritter hinzukommt? Wer darf zuerst kaufen? Gibt es überhaupt ein Vorkaufsrecht? Was passiert bei Einziehung und was passiert beim Exit und im Todesfall? Wie wird das Unternehmen dann bewertet? Wo wird es bewertet? Und wer trägt die Kosten? So etwas alles wird in der Satzung abgebildet. Und dafür haben wir bei uns spezialisierte Berater, sowohl fachkundige Unternehmensberater, kompetente Unternehmer, die selbst GmbH und UG betreiben, aber auch Rechtsanwälte, die dich beraten können. Deshalb kannst du jetzt gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Und wir können dich dann bei der kompletten Vorbereitung der Satzung und bei der Planung und Umsetzung all dieser Schritte begleiten, natürlich auch Notare empfehlen. Gerne aber kannst du jetzt auch das Video mit Daumen hoch liken, unser Kanal abonnieren und uns gerne auch weiterempfehlen, wenn du jemand anderen kennst, der auch eine UG oder GmbH gründen möchte. Ich wünsche dir nun viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.